Was müssen wir jetzt machen? Befreie die Gefangenen, erobere die Festung. Okay, wir haben das Schleichen nicht geschafft, weil ich Schleichen nicht kann. Ja, die Söhne von Skyrim, auch so etwas, was ihr nicht checkt. Hat's noch ein paar hier. Hallo. Ja, noch einen. Und da können wir den noch klappen. Das sieht man immer gern. Hat hier ein bisschen. Inventory und wir müssen essen. Der ist da drüben. Fällt es eigentlich auf, oder wenn ein Kampf ist, rede ich nicht so viel? Ja, du auch nicht. Mensch, da noch die Treppe rauf. Und wir haben eine neue Stufe. Ja! Schleichen? Nee, aber brauchen wir eigentlich zwar auch. Du kannst im Sprinten eine zweinige mächtige Angriff durchführen, der doppelkritischen Schaden verursacht. Bleiben wir doch bei dem. 80% mehr Schaden. Ach, hier ist eine Luke und ich will jetzt einfach so mal speichern, weil es könnte ja irgendetwas passieren. Ganz leise. Jetzt müssen wir ganz leise sein. Der Wachposten hat den Schlüssel. Und wo ich verdammt nochmal der Wachposten?
Schlüssel. Danke. Kommst auch auf. Zeigen wir es diesen Dreckskerlen. Ach, wir haben ein bisschen viel Lithische. Verkackte Dampfe nochmal. Jawohl. Und der letzte. Letzt. Nichts wie weg hier. Ein Meisterschloss. Ach, darum Meister. Mensch, das war jetzt ein bisschen. Ach, verdammte Kacke. So nah dran. Ja, die Dietriche gehen zu dahin. Nix. Vater war in der Armee und sein Vater vor ihm. Ich glaube, mir ist nie etwas anderes in den Sinn gekommen. Ach, jetzt haben sie Rüstungen. Ich dachte schon, ich würde hier drin versauern. Also, wie lautet der Plan? Raus. Ach, das ist ein billiger. Das ist ein Verlässtrolle, regenerieren sich. Kommt jetzt alle, oder? Hervorragend. Geht ins Lager zurück und meldet unseren Erfolg. Ich bleibe hier und räume auf. Ich bin froh, dass ihr da wart. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Abgeschlossen, erstatte. Hart war Bericht. Melde dich bei General Tullius. Der ist wieder da oben in Einsamkeit. Das kennen wir ja. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Nein, ich pass nicht auf. Ich renn einfach gegen die Wand. Das ist doch aufregend, wenn neue Leute in die Stadt. Gehen wir mal Kram mit Job und verkaufen. Eines Tages wird ein ritterlicher Held herbeigeritten kommen und mich entführen. Eines Tages. Beirand sagte, für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Ja, 750 wird wahrscheinlich nicht so dolle reichen. Jetzt haben wir noch zwei Knochen. Die hat noch 12 Goldstücke. Ihr seid im Kram mit Charme jederzeit willkommen. Ja, wenn du Geld hast. Sonst kriegst du nichts von mir. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen sind. Pfeilmacher, wie sagt denn der zu? Ist es Abend? Aber die Schmiede hat offen. Ist auch mal ein gutes Zeichen. Aber niemand ist hier.
essen, der ist der da draußen am Arbeiten? Oder habe ich mich da versehen? Ich bin gerade leider mit Botengängen beschäftigt. Kommt nicht. Ach, der Meister ist hier. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Komm, verkaufen wir den und das ziehen wir dann an. Bekleidungen hat man haben wir viel. Ihr könnt wie viel ist haben wir nur noch 300 irgendetwas. Meine Schmiede macht niemals Pause. Ich gebe nichts auf schön. Die Kiefernmondhöhle befindet sich im Südwesten, aber sie taugt nicht für Erkundungen. Ach, wir haben nur Schneebären und die sind gestohlen. Gerüchte, dass dort Vampire hausen sollen. Jetzt, da wir Winterfeste eingenommen haben, kann ich dort einige Truppen stationieren, bis ich bereit bin, gen Windhelm zu marschieren. Ich verlasse mich mittlerweile sehr auf euch. Da ist es nur logisch, dass ihr in die höheren Offiziersränge aufsteigt. Hiermit befördere ich euch zum Legat. Im Namen des Kaiserreichs und in meinem eigenen Namen, bitte nehmt dieses Geschenk und euren neuen Rang an. Meinen Glückwunsch. Danke. Zwergenrüstung. Ihr habt nicht viel Zeit, euch in euren Leistungen zu sonnen. Wir sammeln uns für unseren letzten Angriff auf Windhelm. Meldet euch bei unserem Lager in Ostmarsch. Was haben wir denn jetzt wieder bekommen? Zwergen, zwei Hände. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Müssen wir in der Praxis auch testen? Habt ihr diese Krieg? Ja, schön für dich. Ach Mensch, erobere und erobere. Und wir müssen uns sicher irgendwo. Ach, da hat sein Mund wirklich ein bisschen zu weit offen. Eine Meldung. Der Dienst. Feindliche Festung. Trefft euch mit den Soldaten, die sich gerade sammeln, und vernichtet die Rebellen. Anschließend werden wir die Festung besetzen. Nun, Soldat, seid ihr der Aufgabe gewachsen? Ja. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann, Soldat. Amol. Und wohin müssen wir dann? Amol, Amol, Amol. Was ist das für ein Streitkolben?